Liebe Freunde, ich nehme das Ding mal besser ab. Ich melde mich wieder mal aus Brüssel, um mal so zusammenzufassen, was in den letzten Tagen hier alles so Verrücktes passiert ist. Erstmal hat uns Anfang der Woche bewegt die Schumann-Erklärung. Also im Prinzip der Funken, der zur Gründung der EU geführt hat. Und da gibt es viele Publikationen, auch der EU, dass es da natürlich um Frieden ging. Frieden hat Schumann damals bewegt. Wenn man Schumann-Erklärung dann mal googelt und mal Wikipedia fragt, da steht ein bisschen was anderes. Der hat zwar von Frieden gesprochen, aber in erster Linie ging es schon 1950, genau wie heute, um unsere Kohle. Nur damals eben nicht ums Geld, sondern noch um die schwarze Kohle. Es ging ums Ruhrgebiet, es ging um Stahl. Es gab damals sehr unglückliche Verträge mit den Engländern. Also schon damals gab es Konflikte zwischen Frankreich und England. Wer denn so am meisten profitieren sollte von den deutschen Kohle und vom deutschen Stahl? Und da war Deutschland heilfroh, dass wir aus den Klauen der Engländer rausgekommen sind und eben uns den Franzosen anschließen durften. Und so kam es zu den Verträgen, zu den europäischen Verträgen für Kohle und Stahl. Und die hießen, weil sie Verträge waren für Kohle und Stahl und nicht für Frieden und für Migration aus der ganzen Welt. Das muss man wissen. Also, es wird viel von Mythen und Legenden hier gesprochen. Ja, dann ist was Ungeheuerliches passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat das Handeln der EZB infrage gestellt und hat den Europäischen Gerichtshof infrage gestellt. Unfassbar. Es hat eine Riesenwelle von Entrüstung gegeben bei den deutschen Medien. Auch hier in Brüssel waren alle völlig entrüstet. Ursula von der Leyen erwägt gerade sogar eine Vertragsstrafe, ein Vertragsstrafenverfahren einzuleiten gegen Deutschland. Unfassbar. Wie kann das Bundesverfassungsgericht sich sowas erdreisten, die EZB und ihre Anleihenkäufe in der Vergangenheit in Frage zu stellen? Und noch krasser wird es, wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt, was haben die eigentlich beanstandet? Die EZB soll einfach nur Dokumente vorlegen und sie sollen es begründen. Mehr nicht. Und selbst das ist Blasphemie. Also das Ganze nimmt für mich hier religiöse Form an. Man muss an den Euro glauben, man muss an die EZB glauben, man muss an die Allmacht der Kommission glauben und man darf noch nicht mal Fragen stellen. Man darf keine Dokumente sehen wollen. Also die Europäische Union ist hier auf einem ganz falschen Weg. Und dieses Parlament bekommt auch ständig die wenige Macht, die sie hat, weggenommen, gerade in Zeiten von Corona. Alles wird hier mal so eben durchgewunken. Viele wichtige Sachen werden beschlossen, ohne uns überhaupt zu fragen. Es gibt zum Beispiel ab dem 1.6. eine europäische Kurzarbeitergeld-Rückversicherung. Also das europäische Arbeitslosengeld sollte ja schon seit ein, zwei Jahren eingeführt werden. Gott sei Dank hat sich das Parlament bis jetzt dagegen immer aufgelehnt. Aber jetzt kommt die Rückversicherung fürs Kurzarbeitergeld. Also damit ihr mich nicht falsch versteht, Kurzarbeitergeld ist eine unglaublich wichtige Sache. Ein tolles Instrument, was uns schon in der Finanzkrise 2008 sehr geholfen hat. Aber dass wir jetzt dafür haften, für Kurzarbeitergeld, was andere Länder auszahlen sollen. Also es geht da um einen Topf, in den 100 Milliarden kommen und profitieren werden von diesem Topf in erster Linie Italien und Spanien. Und spannend ist zu wissen, dass gerade in diesen Ländern auch noch ein viel höheres Kurzarbeitergeld gezahlt wird als in Deutschland. Also bei uns sind 60%, jetzt ganz aktuell Beschlüsse, dass das nach 4 und 7 Monaten mehr wird. Aber in Frankreich, Italien, Österreich, Spanien ist es deutlich höher, in der Regel bei 80% jetzt schon. Also wieder sind die Deutschen die, die bezahlen, aber am wenigsten kriegen. Und das kann nicht der Sinn dieser Europäischen Union sein. Und Abläufe sind hier unglaublich schwierig geworden. Also ich habe jetzt ab morgen auch erstmal wieder 3 Wochen frei. Die meisten Mitarbeiter dieses Parlaments haben durch Corona schon seit Mitte März frei. 90% der Mitarbeiter hier sind in Homeoffice. Homeoffice. Da meint man, die sitzen zu Hause und arbeiten. Meint man nur. Also seit Mitte März dürfen wir Abgeordneten auch keine Mitarbeiter einstellen. Weil keiner da ist von der Verwaltung. Weil die sind ja in Homeoffice. Also ich habe Homeoffice so verstanden, dass die dann zu Hause sind und arbeiten. Also die Vorgänge weitergehen. Dem ist hier nicht so. Die sind im Homeoffice und zwar bis zum 1.7. Vorher machen die gar nichts. Und wenn die dann am 1.7. wiederkommen, dann fangen die an zu arbeiten. Und Arbeitsverträge, die wir eingereicht haben, zu bearbeiten. Und das wird wahrscheinlich dauern bis Ende des Jahres, denn kurz nach dem 1.7. sind erstmal 6 Wochen Sommerferien. Dann passiert hier wieder nichts.
Und das stört anscheinend keinen so besonders. Also die Rechte der Abgeordneten werden massiv eingeschnitten. Mitarbeiter im Homeoffice, die dem Homeoffice aber machen nichts. Aber eins ist interessant. Um die wirklich wichtigen Sachen, um echt richtig wichtige Sachen, kümmert man sich hier. Die funktionieren noch. Und dafür gibt es anscheinend auch noch Mitarbeiter vor Ort. Also heute kam ein Schreiben, dass es was Neues gibt. Eine Anlaufstelle für Mitarbeiter von Abgeordneten und von Mitarbeitern des Parlaments hier. Eine Anlaufstelle für Menschen, die LGBT plus minus sind. Eine Anlaufstelle dafür. Also ich habe da jetzt keine Ahnung von gehabt, was das eigentlich bedeutet. Habe das jetzt mal gegoogelt. Also das L steht für Lesben, das G steht für Gays, B für Bisexuell, T für Transsexuell. Bei I und bei plus minus bin ich raus, dann weiß ich nicht mehr weiter. Also obwohl hier keiner mehr arbeitet, die Abgeordneten keine Mitarbeiter einstellen dürfen, gibt es jetzt eine Beratungsstelle, ein Mensch, der live da ist, der sich um diese wichtigen Probleme kümmert. Leute, der Laden hier ist ein Irrenhaus. Und das haben mittlerweile sogar schon auch unsere Medien erkannt. Ich habe letzte Woche Extra Dry geguckt, müsst ihr euch mal angucken. Da kam die Europa, die alte Dame Europa, mal live, hat sich unterhalten. Und sie hat gesagt, dass diese Hymne, die europäische Hymne, ich sage immer Friede, Freude, Eierkuchen, im Prinzip überholt ist. Die neue Hymne ist The Final Countdown. Und da ist viel Wahrheit dran. In diesem Sinne, bis demnächst in diesem Theater. Glück auf!